Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir beschäftigen uns noch etwas mit Daniel 9 und der Auslegung dazu, weil es ja doch ein recht umkämpftes Terrain ist, auf dem wir uns da bewegen. Und ich mache heute etwas, was ich nicht sehr gerne tue. Und zwar zeige ich euch ein Video von Rabbi Singer. Rabbi Tovia Singer heißt er, glaube ich. Ein sehr eloquenter Mann, ein Rabbiner, der das Neue Testament extrem gut kennt. Und sehr, sehr viele Videos veröffentlicht im Internet, um zu zeigen, dass Jesus nicht der Messias war, dass das Neue Testament falsch ist, dass der Paulus Fehler gemacht hat, dass der Paulus Unsinn geschrieben hat und so weiter. Und eben diesen Rabbiner zeige ich euch heute, weil der auch eine Auslegung gemacht hat zu Daniel 9. Und die ist genauso schwach und genauso schlecht belegt, vielleicht sogar noch deutlich schlechter als das, was wir Christen tun mit diesem Text. Aber er prahlt da so ein bisschen und zeigt so ein bisschen auch die jüdische Sicht davon. Die muss natürlich irgendwo 70 nach Christus enden mit der Zerstörung des Tempels. Schaut euch mal an, was er zu sagen hat. Aber wie gesagt, ich mache das nur unter Vorbehalt und nur für die, die sich vertieft mit dem Text beschäftigen wollen, weil ich auch die Gegenseite zeigen möchte. Ja, wir haben ja nichts zu verbergen. Aber es ist so, dass ich hoffe, dass euch das nicht verwirrt oder durcheinander macht. Ich zeige nachher auch nochmal im Detail, wo er geirrt hat und was er da überhaupt veranstaltet. Schaut euch das mal an. Er ist, glaube ich, irgendwo auf den Philippinen und ist dort eingeladen worden, über Daniel 9 zu sprechen. The ninth chapter of Daniel, and when Christians speak about Daniel 9, they don't mean all of Daniel 9. They're referring to the last four verses, Daniel 9, verse 24, 25, 26, and 27. Okay? So Gabriel says at the beginning of your prayers, I really was going to go down to you. And he explained to him history, and it is history, and it's real history, not fake history. And he says to him that there, in fact, are 70 weeks determined upon your people. How long is 70 weeks again? 490 years. By the way, I can get this really easy for you. How long was the Babylonian exile? How long did the Second Temple stand? 420 years. How long is the total? 490 years. So what is going to come into view by the angel Gabriel, Daniel's not talking, is the entire period from the destruction of the first temple, destruction of the second temple, 490 years. And then it's broken into sections. So from the going forth of the command to rebuild Jerusalem will be 7 weeks. How much is 7 weeks? 49 years. Who rises up, who is an anointed one, a Mashiach Nugid, who give the command to restore and build Jerusalem? We just read it. It's Cyrus. When did Cyrus rise up? On the 50th year, 49 weeks fully filled. And then it says, and then for 62 weeks, it'll be rebuilt, straightened both, but in troublous time. Be'ez Sarah. How much is 62 weeks? Let's see if you know your math fast. 62 weeks, 434 years. Very good, excellent. All right, so, okay. So it says it's going to be rebuilt, but now's Daniel in the last week, because the church doesn't know what to do with the last week. They say the last week is going to happen in the pre-trib at the end. Nonsense. It happens then. The last week, and then the temple will be destroyed. Now, if the temple is destroyed in 70, let's walk that back. The last week and half the week, I'm going to cut off an anointed one. That's the high priest. What happened in the year 66, 3.5 weeks? Half the week before the temple was destroyed. What happened if 70 the temple was destroyed? What happened in 66? Come on, guys, what happened in 66? The war with Rome began, and it started from 66 and it ended in 70 on Tisha B'Av. So therefore, the priesthood was cut off. They couldn't even get an animal inside. The whole Jerusalem was surrounded. And therefore, in a half a week, they will break the promise that they made. And what happens at the end of the 490 years and 70 weeks? The sanctuary will be destroyed completely by the people of the prince, and that's Rome, and that's the whole prophecy. And here we have a delicious prophecy, and let's raise our mouth and give Hashem a kiss. That's history. Not history is going to happen. La 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 la. Matthew 27. I don't mean to make fun, honestly. Christians don't know what to do with the last week. One point I'll prove to you, this can't be Jesus. Ja, das ist natürlich ein ziemlicher Hammer, ja. Ich habe nur Ausschnitte von dem Video verwendet, die mir wichtig schienen, habe das auch ungefähr mal grafisch dargestellt, was er da tut. Er endet mit den 70 Jahrwochen im jüdischen Krieg und er sagt, dass der Tempel 70 nach Christus zerstört worden ist und dass man da in die Mitte der 70. Jahrwoche kommt, im Jahr 66 nach Christus. Das war dann der Beginn
des jüdischen Krieges, Rom gegen Israel. Und er behauptet, dass die 70. Jahrwoche bis zum Jahr 70 nach Christus reicht und dass in der Mitte dieser Jahrwoche das Jahr 66 nach Christus gewesen sei und dass da der jüdische Krieg angefangen hat. Was er falsch auslegt und was er da einfach in den Text hineinlegt und was nicht drin ist, ist, dass er sagt, dass ein Gesalbter ausgerottet wird nach 62 Wochen. Aber wie lange das nach 62 Wochen ist und ob das dann der Priester gewesen ist, dem dann der Zugang zum Tempel verwehrt worden ist, weil Jerusalem da umzingelt gewesen wäre von den Römern, das legt er in den Text hinein. Denn es steht ja nicht genau, wann das nach 62 Wochen ist, dass der Gesalbte ausgerottet wird. Der zweite Punkt ist der, wenn ein Gesalbter ausgerottet wird, dann steht dort, dass dieser Gesalbte vernichtet wird. Der hört auf zu existieren, der stirbt, der ist nicht mehr. Daraus zu machen, dass dem Priester der Zugang zu den heiligen Städten verwehrt worden sei durch die Römer, weil sie irgendein Versprechen nicht eingelöst hätten, das ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Das passt auch nicht zusammen mit dem, was der Bibeltext sagt. Also er legt genauso wie auch viele andere in diesen Bibeltext Aussagen hinein, die dort nicht stehen, oder er verfälscht einfach Aussagen, wie zum Beispiel diesen Begriff, dass ein Gesalbter ausgerottet wird und nicht ihm der Zugang zum Tempel verwehrt worden wäre. Und dann stellt sich natürlich immer wieder die Frage nach dem Warum. Denn warum sagt der Engel das, was er dem Daniel sagt? Das ist ja die große Frage. Nachdem viele dann irgendwelche Fristen gerechnet haben, sind sie so glücklich, dass sie irgendeinen Punkt erreicht haben, von dem sie denken, dass das sichere Land wäre, auf das sie sich gerettet hätten. Vergessen sie ganz die Frage, warum das alles überhaupt? Und die Frage Daniels war ja, wann die 70 Jahre Exil enden. Und darauf soll der Engel geantwortet haben, der Tempel wird zweimal zerstört. Lieber Rabbi Singer, das ist zu wenig, das ist zu schwach. Damit kann man vielleicht vor ein paar Studenten in Asien irgendwo punkten, aber nicht, wenn man sich wirklich mit dem Text im Detail auseinandersetzt. Diese Antwort des Engels wäre vollkommener Unsinn. Wir haben gesehen, dass der Engel zwei Fristen hat, nämlich eine 7-Jahr-Wochenfrist und eine 62-Jahr-Wochenfrist, dass er auf Kyros und auf Antiochos Epiphanes kommt. Und er tut das deswegen, denn die Frage ist ja, warum macht er das? Weil er Daniel damit sagen will, dass in der letzten Zeit, in der letzten Endzeit, diese beiden Könige wieder auftauchen werden. Nämlich ein Perserkönig, die Könige vom Euphrat kommen ins Land. Und es wird ein endzeitlicher Antiochos Epiphanes da sein. Und diese beiden werden sich in Harmageddon treffen zur letzten großen Endzeitschlacht. Das heißt, diese Buße Daniels, diese tiefe Buße, diese tiefe Umkehr und dieses herzzerreißende Bekenntnis hat zu einer großen Offenbarung geführt, in der der Engel den Daniel bis in die letzte Zeit bringt. Und das Interessante ist auch, dass der Engel sagt, und bis zum Ende wird es wüst bleiben. Und wenn wir ganz an den Anfang dieses Kapitels 9 gehen, dann lesen wir da, dass Daniel gemerkt hat auf die 70 Jahre, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre lang wüst liegen wird. Und der Engel antwortet darauf, ja, es wird wüst liegen bis zur letzten Zeit. Warum? Weil ein endzeitlicher Kyros kommt und ein endzeitlicher Antiochos Epiphanes. Das ist der Grund, warum der Engel mit Daniel spricht. Und damit haben wir die Frage nach dem Warum geklärt. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn Singer bis zu Kyros rechnet und dann nochmal 62 Jahrwochen behauptet, dass Jerusalem gebaut sei, dann sind das ja 434 Jahre. Wenn man das von Kyros aus rechnet, kommt man ins Jahr 122 vor Christus. Da war aber nichts. Ja, das heißt, Singer zieht diese ganze Sache auseinander. Der dehnt die 62 Jahrwochen, bis er irgendwann in Ergänzung dann der 70. Jahrwoche dann auf die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus kommt. Aber das ist einfach nicht zulässig. Das darf er nicht tun. Ja? Also auch da liegt Singer einfach falsch. Das heißt also, wir sehen hier eine Auslegung, eine jüdische Auslegung, die auch Fristen einfach außer Acht lässt, Behauptungen in den Text hinein interpretiert, die der Text nicht sagt, Fristen dehnt oder auseinanderzieht und letzten Endes damit auch nur eine sehr, sehr schwache Auslegung von Daniel 9 anzubieten hat. Ich wollte euch das nur kurz zeigen, damit ihr, und auch weil viele einfach in den Kommentaren oder immer wieder in den Kommentaren auch gefragt wurde, wie denn die jüdische Auslegung dazu ist, das erschien mir interessant. Wie gesagt, Singer ist ein sehr eloquenter Mann, ein sehr intelligenter Mann. Der kann sehr, sehr gut reden. Der kennt sich im Neuen Testament extrem gut aus.
Aber er ist kein Christ. Ja? Er leugnet das Opfer Jesu Christi und er greift die Briefe von Paulus an. Und er ist da sehr aggressiv in vielen Teilen, sieht man auch im Video so da und dort. Ich will ihn nicht persönlich abqualifizieren, ja, ich kenne den Mann nicht. Ja, so als menschlich muss ich sagen, aufgrund seiner Eloquenz und seines Humors ist er mir auch durchaus sympathisch, ja, will ich gar nicht sagen. Aber das, was er da verbreitet an biblischer Lehre, ist erstens mal in Bezug auf Daniel 9 vollkommen unhaltbar. Und darüber hinaus, und das ist mir eigentlich noch sehr viel wichtiger, leugnet er das, den Opfertod Jesu Christi auf Golgatha und er leugnet, dass Jesus der Messias war. Ja? Das ist eigentlich der Kernpunkt. Das hat mir auch ein bisschen Sorge bereitet und bereitet mir immer noch ein bisschen Sorge, dass ich euch das zeige. Aber ich glaube, es gehört einfach auch zum sauberen Diskurs dazu, auch die Gegenseite zu hören. Und Gegenseite ist es, ja. Das kann man nicht verhehlen. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr durcheinander gebracht. Wir werden auch noch mal was anderes uns anschauen, was nämlich sehr interessant ist. Zwei kleine Clips würde ich gerne noch machen. Eins zu diesem Buch, wo ich mal so aneinander geschrieben habe, wie die einzelnen Auslegungen in den letzten 20 Jahrhunderten wohl gewesen sind zu Daniel 9, denn da gibt es einige. Und ich möchte gerne noch eine alttestamentliche Stelle mit euch anschauen, die auch von Hamageddon spricht. Das machen wir aber so ein bisschen in Erzählform. Und das wird wahrscheinlich nicht das nächste, aber das übernächste Clip werden. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.